Ihr seht eine Videoserie zu Exponaten aus der Klimaarena Sinsheim. Anna und Nina nehmen euch also mit auf eine Entdeckungsreise. Anna ist 18 Jahre jung und beschäftigt sich mit kreativen Lifestyle-Videos auf TikTok. Nina ist etwas älter, sehr erfahren und doch jung geblieben. Die Ernährungswissenschaftlerin und Museumspädagogin aus Leingarten leitet das 17-köpfige Besucherteam in der Klimaarena. Euch allen viel Spaß mit ihren Botschaften. Anna, wenn du von A nach B kommen willst, wie würdest du denn da vorgehen? Also heutzutage ist es ja wirklich so, dass jeder einfach ein Handy hat und jeder seinen Start und sein Ziel eingeben kann und dann werden alle möglichen Möglichkeiten vorgeschlagen, wie du eben von A nach B kommen kannst. Ich meine, da gibt es ja jetzt Zug, Bus, alle möglichen neuen Verkehrsmittel wie diese City-Roller, die jetzt letztes Jahr so berühmt geworden sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es früher bei dir zum Beispiel noch gar nicht so war, dass man noch nicht so flexibel sein konnte. Allerdings, wir hatten damals noch kein Handy. Wir hatten auch nicht diese verschiedenen Möglichkeiten. Bei uns war es ganz wichtig, mit 18 Führerschein zu machen, ein Auto zu haben. Wenn man vorher hätte planen wollen, wie man ohne Auto von A nach B will, das hätte Tage gedauert. Also ich beneide euch da schon um diese Möglichkeiten. Ja, es ist auf jeden Fall super. Aber ich muss auch sagen, bei uns haben schon trotzdem noch viele den Führerschein, aber es ist nicht mehr so relevant. Also es gibt auch genug Leute, die einfach den Führerschein jetzt weglassen und sich nur noch für Bus und Bahn entscheiden. Das ist wunderbar. Das ist auch genau das, was wir hier gerne in der Klimaarena hätten. Wir möchten gerne, dass man darüber reflektiert, wie kommt man so klimaneutral wie möglich von A nach B. Und da bietet es sich natürlich auch an, so wie du es ja schon gesagt hast, verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen. Entweder verschiedene Verkehrsmittel an einem Tag nur das, an einem anderen Tag das oder auch innerhalb einer Strecke. Verschiedene Verkehrsmittel zu nutzen, die natürlich so klimaneutral wie möglich sind.